Wo ist die Königin? Ja, hier machen wir auch schon weiter. Wir sind das letzte Mal hier in der großen Halle angekommen und haben jetzt die Auswahl links und rechts. Ich gehe einfach mal geradeaus. Oder auch nicht. Dann gehe ich wieder zurück. Dann gehe ich mal links lang. Da haben wir erstmal eine Truhe. Eine Unterkunft erhalten. Und eine Falle. Vielen Dank auch. Lass mich raten, an welchem Kollegen wir jetzt nicht einfach vorbeischleichen können. Wow, okay, aber den will ich mitnehmen. Ach. Nein, aufhören. Es geht nicht. Hä? Hä? Wow. Ich sage dies. Ihr wisst, was ihr tut. Okay, ein Komplize. Jetzt gleich nicht mehr nach zwei Attacken. Das war's. Das war's noch nicht, aber jetzt. Die Knarre übersteht keiner. Ein dritter finaler Schuss, 11 Erfahrungspunkte, ein Tech-Punkt und 135 Goldmünzen. Krone erreicht die nächste Stufe. Jetzt haben wir schon zwei Leute, Stufe 6. Das ist doch schon mal ein kleiner Anstieg. Ein paar Fledermäuse, die haben wir noch nicht gesehen. Gegen die kämpfe ich auch mal kurzerhand. So, Flederwahn nennen die sich. Ich probiere mal den X-Schlag aus, wenn er sich lohnt. Ich glaube, das ist eine Attacke, die auf mehrere geht. Bin mir aber nicht sicher. Ne, anscheinend nicht. Ich probiere es mal auf dem Einzelziel aus. 160 Schaden, beide greifen an. Ist ein guter Single-Target-Damage. Und wenn sie die Fledermäuse auch one-hitten kann, weiß ich, dass ich definitiv gerade MP verschwendet habe. Hier leuchtet etwas, recht auffällig. Und spawnt uns neue Fledermäuse. Die hau ich auch nochmal eben weg. Da werde ich auch keinen Cut für machen. Ich meine, für zwei Fledermäuse, die beide, egal von wem, es war so klar, egal von wem, One-Hit sind. Ja, war klar, dass irgendwas dann schief geht. Das war so klar. Okay, jetzt aber raus hier. So, ich möchte jetzt noch mal die andere Seite erkunden. Ein Tonic erhalten, eine Heilung erhalten. Zettel, Eintritt verboten, da ist doch gar nichts. Ein Rollemolle und da eine Fledermaus, denke ich. Mehrere, die rechte habe ich gar nicht gesehen. Also ordentlich Gegner. Wir könnten natürlich Feuer einsetzen. Ah, Chrono hat schon keine TP mehr. MP mehr. Ja, Feuer wäre natürlich gut. Setzen wir jetzt ein. Dann können wir auf jeden Fall die schon mal one-hitten gerade. Die eine Fledermaus steht nämlich wirklich gut. Okay, sie wurde doch nicht getroffen. Warum auch immer. Sie ist wohl in letzter Sekunde aus der Range rausgeglitscht. Ihr greift mal den an. Sie macht dann den anderen Komplizen. Oder einfach drauf. Egal wie ich jetzt angreife, alles wird sterben. So. Ein Critical noch hinterher. Schön demütigen. 34 Erfahrungspunkte, 4 Tech-Punkte, 420 Gold. Lücke erreicht, auch Stufe 6. Wunderbar. Dann einmal hier lang, bitte. Mehr Gegner? Ich habe mir jetzt vorgestellt, dass hier noch mehr Monster spawnen, aber vielleicht haben wir uns, weil wir die noch nicht getötet haben, das neue Monster spawnen einfach erspart. So, ich möchte jetzt erstmal die kleinen Stinker loswerden, aber vorher auf die Fledermaus, denn die Diabolos können wir ja ganz leicht one-hitten mit einer Feuerattacke und wenn sowas passiert, sowieso. Ja, ein Feuerwurf sollte genügen. Holy shit. Okay, wir hauen nochmal extra drauf. Ja, 59. War das 59? Die Anzeige war im Weg. Wir haben übrigens auch die Möglichkeit, uns das Ganze umzudrehen. Die Ansicht, dass unser Menü unten ist, ist wahrscheinlich für die meisten gewohnter. Das kennt man so aus den ganzen Final Fantasy Spielen. Auf jeden Fall die, die ich jetzt im Kopf habe. Das heißt, wir können je nachdem, wie wir die Sicht brauchen, das Ding nach oben und nach unten schieben. Und das sollte es auch mit ihm sein. Mit etwas Glück. Nee, auf keinen Fall. Die haben eine recht gute Verteidigung. Da poppt gerade was von meinem Twitch-Plugin auf, aber ist nur ein kleiner Streifen. Und er ist auch schon weg. 2 Tech-Punkte, 210 Goldmünzen. Weiter aufwärts ins Verderben. Wir haben hier was gesehen. Holy shit, 5 Stück. Okay, das sind eine Menge. Was soll man sagen? Wir konzentrieren uns erstmal auf einen der Komplizen.
Hoffentlich, nein, es reicht natürlich nicht. Gut, das ist jetzt eine gute Position, nur nicht ganz so gut, wie ich sie haben möchte. Ich hätte gern zwei in einer Reihe gehabt. Egal. Einmal Feuer werfen und einen schon mal vernichten. 168. Ja, wir gehen hier Stück für Stück durch die Reihen jetzt. Ja, mach mal den Komplizen noch kaputt. Der hat weniger Energie. So, Chrono, kümmert du dich schon mal um einen von denen? Holy shit, die tanzen einen tot. 59, wunderbar. Jetzt haben wir noch zwei Gegner übrig. Der Gehilfe sollte. Gehilfe, sag ich schon. Der Komplize sollte eigentlich schon lange tot sein. Critical, ja super. Kommt ein bisschen spät, meinst du nicht? So, das war's mit ihm. Endlich. 53 Erfahrungspunkte, 5 Tech-Punkte, eine Menge Zeug. Chrono lernt Stich. Luca lernt Hypnovelle. Brock erreicht nächste Stufe, also wir haben viel gelernt. Was ganz wichtig ist, die Stichattacke. Ein Eisenschwert. Für wen ist das? Das wird jetzt aber für Frog sein, oder? Tatsache. Bronzeklinge, Eisenschwert. Damit ist auch sein Damage weiter oben. Noch nicht so hoch wie beim Stahldegen, aber immerhin. Also der Stahldegen ist echt ein gigantischer Damage-Boost, habe ich das Gefühl. Kommen wir hier mal wieder raus. Was wir jetzt mal machen können, ist uns vollständig heilen, sodass wir die ganzen MP wieder haben. Zack. Eine Unterkunft verbraucht, wir haben noch genug. So, ich bin mal so faul und speichere jetzt nicht und gehe einfach weiter. Haben wir da drin jetzt nur eine Kiste geöffnet? Ja, ich glaube schon. Hier war nämlich nur noch ein Schild mit keinem Durchgang. Da ist aber kein Durchgang. Das beunruhigt mich gerade ein wenig. Die haben wir doch schon getötet, oder? Bilde ich mir das ein? Holy shit, da stehen drei Stück. Okay, meine ich. Ein Zyklon in die Mitte sollte reichen. Von wegen sollte reichen. Egal, dafür sind das jetzt nur noch One-Hits. Wenn die richtigen Charaktere draufknüppeln. Okay, Critical ist sowieso ein ziemlicher Fatality. So, und das war's auch schon. Noch Critical? Was ist los mit dir, Frog? 39 Erfahrungspunkte, 480 Gold. Wunderbar. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß gerade nicht, wo ich lang soll. Ja, hier kommen wir nicht hoch. Hinten steht kein Durchgang. Das heißt, wir haben wohl, ja, ich habe es gerade gesehen, irgendeinen Geheimschalter übersehen. Und ich habe ihn auch gerade schon gesehen. Ja, wie sind wir denn in die Kapelle reingekommen? Mit einer Orgel. Was stand in dem Raum hier? Eine Orgel. Was wollen wir betätigen? Den Tisch. Nein, die Orgel. Das klang doch schon mal ganz gut. Dann wollen wir da hochgehen. Sind jetzt wieder Gegner neu gespawnt wenigstens? Nein, schade. So, was haben wir denn hier? Eine Tür, die aus dem Nichts kommt. Zwei Gegner, die wir einmal kurz wegschnipsorinon. So, da sind wir schon wieder. Ja, wir haben noch mehr Gegner. Aber die schnipse ich jetzt mal nicht weg, weil gegen die haben wir ziemlich selten gekämpft bis jetzt. Was ich aber versuchen werde, ist ein Feuerwurf. Die stehen perfekt. Und das war's auch schon mit den Zweien. So könnte das von mir aus immer laufen. Ein neues Level Up. Eben haben wir kein neues Level Up erhalten. Nochmal zwei Stück ist auch kein Problem. Schon wieder ein Save Point, also die sind großzügig. Was mich jetzt darauf schließen lässt, dass im nächsten Raum ein Boss ist, wenn hier schon wieder ein Save Punkt ist. Aber wir sind mal keine Pussy und speichern nicht. MP haben wir. Trefferpunkte haben wir nicht mehr so viel, aber ich schalte jetzt gleich mal mit Items durch. So, auf Wiedersehen. Ja, Komplizen sind kein Problem für mich. 170 Gold. So, Objekte. Tonic. Einmal durchheilen, bitte. Okay, nur Chrono wurde angegriffen. Na gut, dann gehen wir weiter. Bald ist es soweit, Königin Lena. Was denn? Ihr! Wie seid ihr hereingekommen? Frog! Majestät, trete zur Seite und überlasst uns die Ehre.
Seid vorsichtig. Ja, kämpfen ist sinnlos. Niemand wird hier lebend herauskommen. Dummer Frosch, wird Zeit, dass du den Löffel abgibst. Verwandlung! Ich hasse es, wenn man sowas sagt in irgendwie Serien oder Spielen oder sonst was. Ein riesiger Fettklumpen. Wieder Yakra geworden. Danke für die Erklärung. Ja, Yakra, den Namen haben wir schon mal gehört. Kurzer Cut. Yakra ist halt die Kreatur, die verschwunden ist, nachdem die Kathedrale errichtet wurde. Und merkwürdigerweise ist die jetzt da. Wir greifen mal sofort mit Feuer an, weil Feuer war bis jetzt immer effektiv hier. Ich hoffe mal, dass auch gegen ihn Feuer jetzt effektiv ist. 125 sieht nicht so gut aus. Droh-oh. Ja, okay. Viele der Gegner in Chrono Trigger benutzen dieses aktive Kampfsystem. Und zwar gibt es Phasen, in denen sie kontern und Phasen, in denen sie nicht kontern. Und er scheint gerade in der Konterphase zu sein. So, ich werde mal eben auf Chrono einen Heil anwenden. Was ist das eigentlich? Hypnowelle. Damit können wir Leute einschläfern. Ich glaube, den heile ich gleich nochmal. So, ihr greift jetzt gleich mal zusammen an. Mit einem X-Schlag. Ich möchte sehen, wie viel Schaden der macht. 176, ich glaube, bei dem bleiben wir dann auch. So, er kontert gerade nicht mehr, das finde ich ganz angenehm. Dann machen wir noch einen Feuerwurf. Hauen noch einen X-Schlag hinterher. Oh, oh, okay. Immer noch nicht. So, ein X-Schlag. Schaden bitte. 185. Noch ein Droh-Oh. Ich glaube, jetzt sollten wir noch mal so eine kleine Heilphase einlegen. Luca geht's schon gar nicht mehr so gut. So, Chrono. Du könntest Frog heilen. Frog, du heilst Chrono. Was zur Hölle? Ja, okay, die machen nicht so viel Schaden, die Attacken. So, plus 50. Jetzt gehen wir noch mal voll drauf hier. Luca, heil dich mal lieber noch mal. Wenn das nicht schon reicht. Also der scheint viel Energie zu haben, aber man sieht ja 180 jedes Mal, das kann der nicht lang aushalten. Ich schätze mal, der hat so ein bisschen über 1000 HP. So, eine Feuerwelle hinterher. Na, das hat schon gereicht. Okay, der X-Schlag war des Rätsels Lösung. Ich meine, wir hatten aber auch gute Waffen für den Kampf. Besonders der Stahldegen. 50 EP, 600 Goldmünzen, Luca erreicht die nächste Stufe. Ihr kamt mich zu retten. Danke, Frog. Der König wartet. Gehen wir ins Schloss zurück. Wer sich freut. Ich danke euch, Chrono und Luca. Ja, tausend Dank. Bitte kommt mit uns. So, sie sieht jetzt schon wieder aus wie Mali. Und da wir sie gerettet haben, müsste Mali eigentlich auch wieder wohl auf sein. Holy shit, wer bist du denn? Echter Kanzler. Puh, danke, das Biest hat mich hier eingesperrt. Oh, eure Hoheit, ich bin unverletzt, wie ihr seht. Ich glaube, die interessiert dich gar nicht für dich, Kollege. Und wer ist hier drin? Ein Ether Medium, soll es, glaube ich, heißen, erhalten. Ein etwas besserer Ether. Lasst uns ins Schloss zurückkehren. Oh ja. Ich war um dich in Sorge, Lena. Dieser böse Yakra, mich einzusperren und die Königin zu entführen. Wir brauchen ein Rechtssystem in diesem Reich, um solche Teufel zu bestrafen. Ich habe als Wächter Königin Lenas versagt und Schande über euch gebracht. Frog. Das Theme Grad ist Frog's Theme und eines der besten Stücke im ganzen Spiel, finde ich. Ihr kam zur rechten Zeit, wer weiß, was ohne eure Hilfe aus mir geworden wäre. Übrigens, wo ist das Mädchen, das man für mich hielt? Ach ja, ich habe die Prinzessin Nadia ganz vergessen.
Colonel, wohin ist Prinzessin Nadia verschwunden? Vielleicht ist sie noch hier. Ja, wir werden gleich mal hochgehen. König. Danke, Colonel, aber wer war die Maid, die wir in der Schlucht fanden? Dieser böse Yagra, bla bla bla. Yagra, nicht Yagra. Sind ein schönes Paar. Sie war also nicht länger. Nein, in der Tat nicht. Dann wollen wir uns mal umsehen, ob Mali jetzt vielleicht wieder da ist. Oder Nadja. Wie wollen wir sie nennen? Mali oder Nadja? Ah, das hört sich gut an. Hä? Was ist passiert? Prinzessin Nadja. Chrono? Es war schrecklich. Ich weiß nicht mehr alles genau. Ich war an einem kalten, düsteren und einsamen Ort. Ob es so ist, wenn man stirbt? Willkommen zurück, Prinzessin. Ihr habt euer Leben für mich riskiert? Prinzessin? Ihr habt's wohl rausgekriegt. Tut mir leid, dass ich dich getäuscht habe, Chrono. Ich bin Prinzessin Nadja. Mein Vater ist König Gardia, der 33. Es war so lustig mit dir auf dem Fest. Wenn du gewusst hättest, wer ich bin... Chrono, dann hättest du mich bestimmt nicht herumgeführt. Doch, klar. Hallo, eine Prinzessin, die hat Kohle. Oh, Chrono, genau dafür mag ich dich. Der echten Königin geht's gut, nicht? Also gehen wir nach Hause, Chrono. Ja, wir sind ein lieber Kerl. Wir sind ein Überprotagonist. Aber jetzt ist die Frage, wie kommen wir nach Hause? Lass uns nach Hause gehen, wurde mir gesagt. Es ist einfacher gesagt als getan, wenn man drüber nachdenkt. Wollen wir uns mal hier umsehen, beziehungsweise wollen wir uns mal aufmachen. Wie sieht's eigentlich mit meiner Energie aus? Ich bin fast geheilt, mir fehlen MP. Das heißt, oh, Frog ist hier. Das heißt, bevor wir gehen, werde ich mich mal heilen gehen. Wir sehen uns gleich mal Frog an. Ich möchte, wie gesagt, erstmal hier Heilung. Ach Quatsch, mit ihr muss ich reden. Einmal ausruhen. Danke sehr. So, jetzt haben wir Frog leider verloren, aber Mali wieder in unserem Team. Könnte ich auch mal neu ausrüsten? Habe ich neue Sachen für sie? Du darfst gerne den Bronzehelm und den Karateanzug haben. Was macht deine Schleife? Trefferchance plus 2. Okay, das ist gut mit ihrem Bogen. Sie ist halt mehr gut für fliegende Gegner. Fliegende Gegner haben meistens wenig HP und sind etwas schwerer zu treffen. Wollen wir mal mit Frog reden, was der sozusagen hat? Durch meine Schuld geriet die Königin in Gefahr. Ich werde euch verlassen, um weiteres Unheil zu meiden. Eure Ähnlichkeit mit der Königin ist geradezu unheimlich. Okay, der Frosch schaut ab. Chrono, mich dünkt, dir liegt das Schwert. Fröschle, du warst aber auch nicht schlecht.